Das heißt, wenn ich dir nur eine Sache hier mitgeben darf, ist sie, lasse Resultate für dich sprechen. Im Land der Ergebnisse. Nicht im Land der Hoffnung darüber reden, was du vorhast. Walk your talk. Wie viele von euch haben schon mal darüber nachgedacht, ihr eigenes Business zu starten oder sind bereits im Business? Okay, sehr gut. Aber wie viele von euch sind sich allerdings unsicher, was es in 2023 wirklich braucht, um das eigene Business erfolgreich an den Start zu bringen? Okay, genau darüber möchte ich heute mit euch sprechen, wie du mit oder ohne Business-Idee dein professionelles und erfolgreiches Business mit ersten zahlenden Kunden startest. Und dafür habe ich euch coolen Content mitgebracht, da werden wir jetzt gleich gemeinsam eintauchen. Und am Ende, da bin ich selber etwas aufgeregt tatsächlich, wartet eine richtig, richtig coole Überraschung auf euch im Classy Confidence-Stil. Mein Name ist Lea Ernst von Classy Confidence und erstmal finde ich es mega, mega schön, dass ihr hier seid. Weil wenn wir ehrlich sind, an so einem Wochenende kann man ja auch andere coole Dinge tun, anstatt sich so mit sich selbst zu beschäftigen, mit der Zukunft. Ich weiß, das kann manchmal anstrengend sein. Wir sind ja aber alle hier, weil wir wachsen wollen, weil wir was Geiles in Zukunft aufbauen wollen. Deswegen Applaus für euch, schön, dass ihr da seid. Übrigens, es sind hier nicht nur Classy Ladies willkommen, sondern natürlich auch Classy Gents. Fühlt euch bitte auch angesprochen. Und nehmt es mir bitte nicht übel, wenn ich über sie oder ihr spreche, weil ich spreche ja sonst in meinem Daily Business immer nur Frauen an. Also bitte nicht ausgeschlossen fühlen. Alright. Starten wir rein mit den drei Komponenten, die ihr braucht, um euer professionelles und erfolgreiches Business zu starten. Das allererste, was ihr braucht, und das habt ihr hier sicherlich schon gehört die letzten Tage, ist, du brauchst das richtige Mindset. Einer der Sätze, der mein Leben und Business wirklich nachhaltig beeinflusst haben, sind, du musst dich zuerst dir selbst verkaufen. Das ist ein richtig geiler Satz. Und ich bin ganz ehrlich zu euch, wenn ihr selber nicht glaubt, dass das, was ihr tut, richtig geil ist, dass ihr anderen Menschen wirklich helfen könnt mit dem, was ihr tut, da wird es kein anderer glauben. Kein Schwein steht am Anfang, wenn ihr euch entscheidet, geil, ich will mich selbstständig machen, steht dann und sagt, wow, endlich bist du da. Nee, sondern, wenn wir ehrlich sind, stehen die Menschen erstmal und dann denken, ah, was willst denn du jetzt? Ist ja süß. Was hast denn du davor? Wie viele von euch kennen das und haben schon mal solche Blicke bekommen? Ich auch, als ich mich damals entschieden habe, dass ich was aus meinem Leben machen möchte. Als so dieser Erfolgshunger angefangen hat. Und bei mir war es allerdings damals so, dass ich jetzt nicht so wirklich nach Erfolg aussah. Ich bin nämlich bei Paderborn in einem kleinen Dörfchen aufgewachsen, so wirklich volles Programm. Schützenfest, Motorradfahren, auf der Wiese mit einem Dosenbier, also wirklich volles Programm, wie man sich das vorstellt. Und da saß ich damals als Teenagerin und habe so gedacht, boah, nee, ich will irgendwie was anders machen, ich will raus. Und als ich das entschieden habe, sah ich so aus. Auch geil, meine Cousine hat das Bild damals gemacht, als hätte ich schon gewusst, so ein Mauerblümchen, ne? mit so einem Blümchen in der Hand. Da habe ich damals die Entscheidung getroffen, ich will losgehen. So, und jetzt dürft ihr mal alle reinrufen, was studiert man, wenn man so richtig erfolgreich werden will? BWL. Danke, BWL, genau. Und so bin ich an die Universität Duisburg-Essen gegangen, habe da auch das BWL-Studium zu Ende gemacht, habe aber so relativ früh im ersten Semester gemerkt, oh mein Gott, ich will nicht mein ganzes Leben lang im goldenen Käfig sitzen, für den Traum eines anderen arbeiten und mich jeden Tag zur Kaffeemaschine schleppen und mir denken, what the fuck, mal ehrlich, was mache ich hier eigentlich? Lebenszeitverschwendung. Wie viele von euch fühlen das? Oh ja, sonst würdet ihr ja auch nicht hier sitzen. Ja, und so habe ich dann damals gestartet, bin meinen Weg losgegangen, aber ich hatte einfach unglaublich viele Ängste. Ich habe mir solche Fragen gestellt wie, warum sollen Menschen denn was bei mir kaufen? Warum nehme ich es mir selbst raus, mein Business zu starten? Oh mein Gott, und dann ging es los, Instagram und Facebook sich zeigen. Von meiner ersten Instagram-Story, ich saß im Starbucks, ich habe geheult, weil das für mich so schlimm war, über meinen Schatten zu springen und mich zu zeigen. In die Sichtbarkeit zu gehen, so von wegen, warum denn gerade ich, was nehme ich mir raus? Wie viele von euch waren schon mal mit solchen Ängsten konfrontiert? Ja.
Und einer der größten Ängste war damals in Bezug auf die eigene Business-Idee. Ist die Business-Idee gut genug? Kann ich das wirklich? Oder gibt es davon schon zu viel am Markt? Und ich habe euch heute zwei grundlegende Fragen erstmal mitgebracht, dass ihr wirklich wisst, bin ich on the right track mit meiner Business-Idee? Oder wenn du schon im Business bist, dass du das Ganze einfach gegenprüfen kannst. Jetzt geht es auch noch gar nicht um irgendwelche Marktanalysen oder Zielgruppendefinitionen. Das kommt alles im zweiten, dritten, vierten, fünften Schritt. Es geht jetzt erstmal um diese zwei grundlegenden Dinge. Starten wir erstmal rein. In Bezug auf deine Business-Idee darfst du dir diese Frage stellen. Mag plump klingen, aber worauf hast du Bock? Was begeistert dich so richtig? Du startest ja nicht das eigene Business, damit du dir einen eigenen goldenen Käfig baust. Du willst ja gerade weg davon. Und Beate, meine Vorrednerin, hat es gerade so schön gesagt. In dieser Zeit wird ganz viel über Werte und Visionen und Zurückgeben gesprochen. Und das ist auch unglaublich wichtig, Kundenergebnisse zu kreieren. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, wenn du jeden Tag abgefuckt von deinem Business bist, welche Ergebnisse willst du erzielen? Für deine Kunden und für dich bedeutet, du darfst dir die Frage stellen, worauf habe ich eigentlich so richtig Bock? Und mal erstmal diesen Blick weg vom Markt. Was braucht der Markt? Da gibt es schon zu viel, der Markt ist überlaufen. Das sind alles Storys und Ausreden, die wir uns erzählen. Weil keiner macht die Dinge mit deiner Liebe und Individualität. Das bitte nicht vergessen. Punkt Nummer zwei in diesem Kontext, wenn es um deine Business-Idee geht, um die Definition. Ein Stückchen Expertise, was verbirgt sich dahinter? Wie viele von euch haben sich schon mal diese Mindfuck-Frage gestellt? Oh mein Gott, ich brauche hier noch eine Ausbildung, da noch ein Zertifikat etc. Oh nein, meine Wand ist noch nicht voll genug mit allen möglichen Dingen, Blättern, die mir sagen, wie toll ich bin und dass ich das meinen Kunden zeigen kann. Wie viele hatten schon mal Angst? Ja, immer diese Angst, noch nicht genug zu wissen, noch nicht genug zu können. Und ich möchte dir diesbezüglich Folgendes mitgeben. Ja, es wird immer Menschen geben, die sind besser als du. Es gibt Menschen, die sind weiter, die sind schon länger am Markt als du, die haben viel mehr Plan davon als du. Und genauso ist es bei mir auch. Die gibt es ebenfalls auf meinen Markt bezogen. Aber was unser verdammter Mindfuck einfach nicht checkt, ist, dass er nicht alleine ist. Da gibt es ja noch die andere Seite. Und zwar gibt es da auch Menschen, die gucken dich an und stellen sich die Frage, oh mein Gott, wie schafft er oder sie das eigentlich, was sie da tut? Und das lässt aber dein Gehirn komplett außer Acht. Das heißt, du hast die Berechtigung, das zu tun, was du vorhast mit deinem Business, wenn du ein Stückchen besser bist als andere Menschen. Du musst nicht der oder die Beste sein. Ein Kapitel weiter sein und dann hilfst du Menschen dabei, vom Status quo, dieses eine Kapitelchen ebenfalls weiterzukommen. Egal, ob du eine Dienstleistung anbietest oder ein Produkt in diesem Fall. Und bei mir war es dann damals so, dass ich mich wirklich viel ausprobiert habe, Anfang 20. Dinge haben funktioniert, Dinge haben gescheitert. Und als ich wirklich verstanden habe, ich darf meiner Begeisterung folgen und ich darf das tun, worin ich ein Stückchen besser bin als andere Menschen, dann ist es besser geworden, erfolgreicher geworden. Und so habe ich es dann eben geschafft, gemeinsam mit einem Partner eine der größten Plattformen für Persönlichkeitsentwicklung im deutschsprachigen Raum aufzubauen. Habe Anfang 20 über 20 Mitarbeiter geführt als CEO einer der größten Firmen im deutschsprachigen Raum für Persönlichkeitsentwicklung. Und bis heute, seit 4 Jahren, sind wir mit Classy Confidence am Markt, haben für Frauen, meiner Meinung nach, natürlich muss ich das sagen, das beste Businessprogramm geschaffen für Frauen, die sich professionell und erfolgreich selbstständig machen wollen und durften da bereits über 1.000 Frauen in die erfolgreiche Selbstständigkeit begleiten. Yay. Ganz tolle Classy Ladies. So, und warum ich dir das erzähle, ist einmal natürlich, um von diesen Frauen zu sprechen, die möglicherweise am gleichen Punkt oder am ähnlichen Punkt standen wie du jetzt, die einfach für sich die Entscheidung getroffen haben, ich gehe los und ich verändere was. Weil der erste Schritt zur Veränderung sind immer die anderen Entscheidungen, die wir treffen. Und ich habe dir auch dieses Bild gezeigt, wo ich weiß gar nicht, wie alt ich da war, 16 oder 17, wenn die Lea aus Marienloh vom Kuhdorf
die keine Perspektive hatte, keinen Plan hatte, was sie machen möchte, das aufbauen kann, dann kannst du das erst recht. Ich glaube, dass wir alle uns maßlos unterschätzen, dass wir gar nicht wissen, was da alles in uns ist. Das Ding ist, du musst es dir zuerst selbst verkaufen, sonst wird es kein anderer tun. Und ich weiß, dass das manchmal anstrengend ist. Ich habe auch manchmal Tage, da bin ich abgefuckt. Aber deine Energie ist das A und O. Die darfst du im Griff haben. Das ist übrigens einer der wichtigsten Jobs als zukünftiger Unternehmer, Unternehmerin. Deine Energie im Griff zu haben. Wenn alles scheint, dass es nicht funktioniert, weiter am Ball zu bleiben, konstruktiv zu sein, ist das fucking anstrengend manchmal. Oh mein Gott, ja. Lohnt es sich? Alle Male. Das war der Bereich Mindset, Komponente Nummer 1. Das war noch nicht alles. Warum? Es geht weiter. Ich möchte, dass du dich mal reinversetzt. Wie viele von euch waren schon mal in einem Fitnessstudio, in einem Gym? Okay, cool. Da laufen ja manchmal so richtig so aufgepumpte Typen rum, oder? Die guckst du an und du denkst, oh mein Gott, machst du nichts anderes als trainieren so dein ganzes Leben? Wenn du mal so jemanden fragst, wie hast du es eigentlich geschafft, deinen Körper so zu formen? So Masse aufzubauen, Muskeln zu definieren. Wird dir die Person sagen, ach du, ich hatte einfach ein tolles Mindset und hatte einfach eine geile Energie? Und ich bin halt ins Gym gegangen, wenn ich mal Bock hatte? Nein. Die Person wird dir sagen, okay, ich hatte einen Coach oder Mentor an der Seite. Ich habe durchgezogen, ich bin kontinuierlich am Ball geblieben, bin nach vorne gegangen, hatte einen Ernährungsplan. Ich hatte einen Plan, wann ich trainiere, wie ich trainiere. Ich hatte eine klare Strategie an der Seite. Das heißt, das, was du im Business brauchst und worüber kaum jemand redet, du brauchst einen verdammten Schritt-für-Schritt-Plan. Es geht darum, die richtigen Dinge in der richtigen Reihenfolge zu tun und nicht irgendwas zu machen. Die richtigen Dinge in der richtigen Reihenfolge. Businessaufbau ist einfach. Businessaufbau folgt im Kern immer den gleichen Grundmechanismen. Es ist einmal eins Mathematik. Und du kannst das auch. Und ich möchte dir dafür folgendes Beispiel geben. Traum versus Plan. Ein Traum ohne einen Plan ist nichts wert, ist nur heiße Luft. Wenn du hier nach Hause gehst, heute Abend fährst du oder morgen früh, je nach dem Wochenende, du wirst richtig pumped sein. Du wirst so denken, ja Mann, jetzt wird sich alles verändern. Oh mein Gott, ich habe so viel Energie, ich habe richtig Bock, was zu reißen. Boah, lass mal jetzt ein Business aufbauen und richtig rocken. So, was passiert jetzt aber, wenn du keinen Plan hast? Wenn du keine Strategie hast, wodurch du deine Energie kanalisieren kannst hin zu einem bestimmten Ergebnis. Die Energie wird verpuffen. Diese Motivation, wenn wir mal ganz ehrlich sind, wird nachlassen. Und deswegen ist es unglaublich wichtig, dass du hier nach der Veranstaltung möglichst schnell mit einem Schritt-für-Schritt-Plan am besten, mit einer Strategie in die Umsetzung kommst. Ganz egal in welchem Bereich. Warum? Ganz, ganz ehrlich, die meisten bleiben im Land der Hoffnung. Was ist das Land der Hoffnung? Im Land der Hoffnung trifft man sich nochmal zum 10. Mal zum Brainstorming bei Starbucks. Im Land der Hoffnung liest man nochmal ein Persönlichkeitsentwicklungsbuch, weil man braucht ja noch Inspiration fürs Business. Im Land der Hoffnung wird nur rumgelabert und da gibt es keine Ergebnisse. Aber im Business, und das vergessen wir oft, geht es um zwei Dinge. Es geht um Kundenergebnisse auf der einen Seite, die du kreierst, weil nur so kann ein Business langfristig Bestand haben. So sind deine Kunden glücklich, was übrigens das beste Marketing überhaupt ist. Und auf der anderen Seite, ja, ein Business am Markt darf auch Umsatz machen. Harter Satz, der der Realität entspricht. Wenn du keinen Umsatz mit deinem Business machst, hast du kein Business, sondern verdammt nochmal ein teures Hobby. Wie viele von euch wollen ein Business und kein teures Hobby? Genau, dafür seid ihr hier. Wie schafft ihr das? Mit einem Schritt-für-Schritt-Plan, den ihr unbedingt umsetzen dürft. So viel dazu. Du brauchst das richtige Mindset. Du brauchst einen konkreten Schritt-für-Schritt-Plan. Nun ist es aber so, dass es noch nicht alles war. Es gibt drei Komponenten. Die dritte. Du brauchst das richtige Umfeld. Möglicherweise hast du schon mal diesen Satz gehört. Du bist die Summe der 5 Menschen, mit denen du dich umgibst. An diesem Satz ist so krass viel dran. Du wirst merken, wenn du jetzt hier die Veranstaltung verlässt,
dass du richtig hype bist und richtig Bock hast, was aufzubauen. Einer der größten Fehler, die ich damals gemacht habe, nach solchen Veranstaltungen oder generell auch, wenn ich neue Ideen hatte, ich bin losgegangen, ich bin missionieren gegangen. Und ich habe allen erzählt, was ich Geiles vorhabe und das wird so cool und großartig, oh mein Gott, und du wirst schon sehen. Und ich habe geredet und geredet und geredet. Was hat mein Umfeld gemacht? Oh mein Gott, was hast du genommen, verdammt nochmal? Was ist los mit dir? Warum ist das so? Ich habe da viel Empathie für, heute rückblickend. Meine Begeisterung, deine Begeisterung hier oben, die Skepsis deines Umfeldes ist ebenfalls hier oben. Das heißt, wenn ich dir nur eine Sache hier mitgeben darf, ist sie, lasse Resultate für dich sprechen. Im Land der Ergebnisse. Nicht im Land der Hoffnung darüber reden, was du vorhast. Walk your talk. So. Und ich möchte dich auch dazu einladen, am Ende noch zu unserem Classy Confidence Stand zu kommen. Hier nach meinem Vortrag. Kommt zu uns, vernetzt euch untereinander. Selfmade ist nämlich eine Illusion, gibt es nicht. Kein erfolgreicher Unternehmer, keine erfolgreiche Unternehmerin, mit der ich spreche, die sagt, boah, ich habe mich komplett alleine durchgeboxt, ich hatte niemanden. Jeder hatte Partner, hatte Menschen, die ihn inspiriert haben an der Seite. Keiner macht das Ding alleine, deswegen vernetzt euch und macht das bei uns am Classy Confidence Stand. Ich würde mich riesig freuen, euch dort später zu sehen. So, du bist die Summe der 5 Menschen, mit denen du dich umgibst und ich möchte dir abschließend dazu eine kleine Geschichte erzählen. Denn wir dürfen mehr miteinander Hand in Hand gehen, anstatt gegeneinander. Yes. Ja. Und da gibt es ein wunderbares Paradebeispiel für. Wie viele von euch kennen Frank Sinatra? Okay, wunderbar. Für die etwas Jüngeren, die das vielleicht nicht kennen, das ist der Typ, der New York, New York und so gesungen hat, ne? Diese ganzen tollen, legendären Songs. Auf jeden Fall, Frank Sinatra ist für mich persönlich einer der beeindruckendsten Persönlichkeiten des 20. Jahrhunderts. Und das nicht nur musikalisch, schauspielerisch, sondern auch unternehmerisch. Und das ist, warum ich ihn so beeindruckend finde. Er hat nicht nur mit seiner Musik eine ganze Generation inspiriert, sondern er hat sich schon 1945 vor allen anderen gegen Rassismus ausgesprochen. Er ist 1962 auf Welttournee gegangen und hat unter anderem die Bürgerrechtsbewegung von Martin Luther King unterstützt. Er wurde vom US-Präsidenten ausgezeichnet für sein soziales Engagement, weil er, und jetzt haltet euch fest, über 1 Milliarde US-Dollar an Spendengelder für Waisenkindhäuser gesammelt hat. Ist das nicht krass? Ja. Und er ist ein richtiger Macher, denn er hat in seinen 54 Jahren seiner Karriere über 1300 Songs aufgenommen. Also wenn das mal kein Macher ist, der wirklich für das brennt, was er macht. So, und warum ich euch das alles erzähle? Er hatte um die 50er, 60er rum ein Plattenlabel, Reprise Records. Und es war damals so, dass eine neue Ära anbrach. Wenn ich mit meiner Oma Roswitha nur den Namen Elvis Presley in den Mund nehme, dann mit ihren kaputten Hüften will sie dann immer rumschwingen. Sag mal, Oma, du bist nicht mehr 20. Weil es kam dann damals, die Rock'n'Roll-Welle kam komplett in den Markt rein. Und Frank Sinatra fand das nicht so geil. Fand er nicht gut. Und hat sich verschlossen, ist ins Ego gegangen, hat gesagt, Rock'n'Roll-Künstler kommen nicht in mein Plattenlabel. Damit möchte ich nichts zu tun haben. Und so ging sein Label immer weiter bergunter und bergunter. Und irgendwann musste er sich eingestehen, dass er etwas verändern muss. Und hat dann einen spannenden Move gemacht, wie ich finde, und hat nämlich damals den jungen Elvis Presley in seine Frank Sinatra Show im Fernsehen eingeladen. Und das ist eine der berühmtesten Szenen der Musikgeschichte des 20. Jahrhunderts, wo Frank Sinatra und Elvis Presley jeweils den Song des anderen singen. Hört mal genau, was Frank Sinatra sagt am Anfang und was danach passiert ist, werde ich euch dann gleich erzählen. Film ab. We work in the same way, only in different areas. Love me tender, love me sweet, never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Those fingers in my hair.
give a stare. That strips my conscience bare, it's witchcraft. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will. It's such an ancient pitch. Was ist danach passiert? Die beiden haben sich sehr, sehr gut verstanden und danach hat Frank Sinatra entschieden, sein Plattenlabel auch für Rock'n'Roll-Künstler zu öffnen und so hat seine Karriere dann nochmal einen ganz, ganz neuen Schwung genommen und bis er 1997 gestorben ist, ist er weiterhin nach diesem Tief auf der Erfolgswelle geritten. Und warum habe ich euch das gezeigt und warum möchte ich euch das sagen? Ego raus, das ist so unglaublich wichtig im Business-Kontext. Es bringt nichts, sich gegen die neue Zeit zu verschließen. Es bringt nichts, sich die ganze Zeit die Story zu erzählen, zum Beispiel, im Business ist es bei mir anders. Ich habe eine ganz andere Situation als alle anderen. Nein, Business ist einmal eins Mathematik. Unsere Situationen sind nicht anders. Im Kern folgt Businessaufbau immer den gleichen Grundmechanismen. Und ich möchte dich dazu einladen, unperfekt zu starten. Oh mein Gott, du wirst so viele Fehler machen, wenn du dein Business startest. Immer und immer wieder gegen die Wand fahren. Wie oft ich auf die Schnauze geflogen bin. Wie oft ich mir eine blutige Nase geholt habe. Und du denkst in diesen Momenten, oh mein Gott, nicht schon wieder. Wie ist das denn passiert? Was denken die anderen? Wie konnte das passieren? Jetzt denkst du vielleicht, Lea, du sollst mich empowern, das Business zu starten. Wieso redest du jetzt über blutige Nasen? Weil ich ehrlich mit dir sein will. Das ist der Weg, für den du dich entscheidest. Aber deswegen wirst du auch exorbitant geilere Ergebnisse haben als 99,9% da draußen. Wenn du bereit bist, das Ego abzulegen, den Perfektionismus abzulegen, mit Spaß und Freude an die Sache rangehst. Und ich bin ein großer Fan von Taten und ich bin ein großer Fan von Ergebnissen. Und ich kann jetzt hier stehen und sagen, ja, du musst einfach starten, du musst einfach anfangen und perfekt losgehen. Jetzt denkst du, ja, das sagst du so leicht. Und ich möchte dir jetzt beweisen, dass auch ich das heute noch mache. Und dafür habe ich euch eine coole Überraschung mitgebracht. Boah, mein Herz fängt jetzt gerade voll an zu klopfen. Oh Gott, tue ich das wirklich? Wie viele von euch haben Bock auf eine geile Überraschung? Ja. Okay, super. Weil in der dritten Klasse habe ich etwas geschenkt bekommen. Und das könnt ihr jetzt einmal gerne nach vorne bringen. Das möchte ich euch jetzt nicht vorenthalten. Yes. Und zwar ist das mein Altsaxophon. Und ich möchte dir jetzt beweisen, Dankeschön, dass es einfach darum geht, Dinge zu tun. Oh, das Mikro. Entschuldigt, sorry. Dass es einfach darum geht, Dinge zu machen, nicht so viel darüber nachzudenken, was können andere denken. Dass es am Ende des Tages um Spaß geht, um Energie geht, ums Gefühl geht. Darum geht es im Business-Kontext. Und dafür, damit ich hier nicht allein den Clown vorne mache, bitte ich euch mal alle aufzustehen. Und gleich auch, wenn ich komplett aus dem Takt bin und auch wenn das nicht so gut funktionieren sollte, bitte tut dann zumindest so, als hättet ihr Spaß. Könnt ihr mir den Gefallen tun? Okay, sehr gut. Aber das Schöne ist, ich bin nicht alleine hier vorne, sondern ihr versetzt euch jetzt bitte einmal in das Jahr 1956. Ich bitte dich einmal anzumachen, den lieben Elvis Presley auf voller Lautstärke. Habt Spaß, bewegt euch ein bisschen und verinnerlicht, dass es darum geht, unperfekt zu starten. Well, it's one for the money.
for the show. They get ready now, go get gone, but don't you step on my blue suede shoes. Well, you can do anything for my blue suede shoes. Knock me down, step on my face, slam my name all over the place. Do anything that you wanna do, but honey, lay off of my shoes, and don't you step on my blue suede shoes. Bock habt, die Infos zu bekommen, wie so ein Schritt-für-Schritt-Plan für euch aussehen kann. Wenn ihr den Vortrag zusammengefasst bekommen möchtet, tippt das bitte einmal unbedingt ab, www.lea-ernst.com/Founders-Summit, und dann schicken wir euch alles zu, wenn ihr tiefer eintauchen wollt und euch einfach mal ein Bild machen möchtet, wie so ein Schritt-für-Schritt-Plan für euch aussehen kann. Und erstmal danke ich euch von Herzen, dass ihr so schön mitgemacht habt. Hat richtig Spaß gemacht mit euch. Und mein Team wird gleich am Ausgang Kärtchen verteilen. Da ist das Ganze auch nochmal drauf für euch. Und sonst wünsche ich euch einfach eine wunderschöne Zeit noch. Und was auch immer ihr vorhabt, macht es einfach. Und das Wichtigste ist, darüber habe ich jetzt gar nicht gesprochen, Kontinuität. Scheiß drauf, was alle anderen sagen. Ihr müsst wirklich einfach in guter Energie weitermachen. Manchmal kommen Erfolge nach einer Woche, nach einem Monat, aber manchmal auch nach Jahren. Und Erfolg gehört denjenigen, die die richtigen Dinge in der richtigen Reihenfolge, in der richtigen Energie kontinuierlich umsetzen. Und damit möchte ich euch nach Hause lassen oder wohin auch immer. Macht's gut.